Willkommen in Gelsenkirchen, liebe Freunde des guten Geschmacks. Für alle, die dabei waren als Erinnerung und für alle, die es nicht geschafft haben als kleinen Trost, sind wir hier beim Rockart Festival im wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen. Und wir beobachten mal, was die Crew so macht, was die Band so machen, was ihr, die Fans, so macht. Und das wollen wir euch gleich mal zeigen. Also ab dafür, kommt! Hinter uns wird schon fleißig gearbeitet und neben mir ist der Uli, einer der Stagehands. Wie lange machst du das schon hier beim Rockart Festival? Ich bin jetzt zum 7. Mal bin ich hier. Macht's denn Spaß? Das ist so einer meiner Lieblingsjobs hier. Ich mache nicht viel Rock'n'Roll, mehr Industriejobs. Und das Rockart ist eigentlich immer so der Saisonstart für uns. Und wie lange braucht ihr hier, bis die ganze Bühne steht mit den ganzen Boxen und Lampen und allem? Also Aufbau ist meistens ja ein Tag. Ein Tag, 12 Stunden, so über dem Daumen. Na, und dann am nächsten Tag geht es ja nochmal weiter, bevor die ersten Bands kommen. Da machen wir noch so Kleinigkeiten, Rollreise aufbauen, schön schmücken, irgendwie den Backdrop hinten irgendwie, da wird noch Molton reingezogen und das sind dann so die Kleinigkeiten. Und Beria werden auch morgen erst aufgestellt. Das ist nochmal 6 Stunden Arbeit. Ja, und dann geht die Show los und ja, wenn die Show losgeht, dann sind wir als Bühnencrew dafür verantwortlich, dass eben bei den Wechseln, beim Changeover, dass das möglichst schnell geht, damit wir auch im Zeitplan bleiben, damit die Jungs auch, die hier auftreten, genug Zeit haben zum Spielen. Und das, ja, ist eigentlich völlig entspannt. Also ist so ein bisschen wie Urlaub. Aber viel Zeit zum Feiern bleibt dann ja nicht, oder? Dass wir jetzt heute Aufbau, morgen, übermorgen und am Sonntag Band und am Montag Abbau. Also 5 Tage volles Programm, oder? Das ist volles Programm durch. Wir fangen morgens so immer so 8, 9 Uhr an, bis die letzte Band gespielt haben. Dann packen wir die Backline weg und das heißt, ja, ich kriege in den 5 Tagen vielleicht 10, 12 Stunden Schlaf. Neben mir steht der Manni vor seinem Monster-Truck. Der Manni ist ja Produktionsleiter und seit Anfang an dabei. Wie hat es jetzt hier entwickelt in all die Jahre? Ja, Fakt ist, dass hier, obwohl sich das Gelände nicht verändert hat, der logistische Aufwand von Jahr zu Jahr wilder wird. Sieht man ja andere Duschcontainer, dauernd versucht, optimiertere Facilities hier zu schaffen, ganz andere Sachen, wie das alles so abläuft, das wird halt immer mehr, immer ausgefeilter, wird natürlich immer vom Aufwand her von Jahr zu Jahr eben deutlich mehr. Jetzt ist ja dieses Jahr so gut wie ausverkauft, Stand heute, wahrscheinlich bei dem schönen Wetter morgen auf jeden Fall. Wie ist denn das von der Kapazität her? Kann man das noch irgendwie vergrößern, das Gelände, oder ist da ein Deckel drauf? Kapazität ist ja, wie wir ja schon immer geschrieben haben, so um die 7000 ist es halt mit Gästen, mit Crew ist hier halt der Ofen aus. Das bedeutet auf lange Sicht, also mehr als dieses Jahr dürfen es kaum noch werden. Wie lange dauert denn sowas vorzubereiten? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Ja, ein Jahr ist natürlich zu viel. Ich meine, so ein bisschen ist es wie in der Bundesliga, ne? Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Nichtsdestotrotz, also für mich beginnt der ganze Spuk schon im November, fängt dann langsam an und ab März nimmt mich das ziemlich so ein. Also ab März mache ich fast nur noch Festival. Und das geht dann halt bis eine Woche nach dem Spektakel hier. Was waren so die wildesten Erlebnisse, die du in den Jahren hier erlebt hast? Die wildesten Erlebnisse. Also es gab hier alles. Also es gab die Kuriositäten, Leute fallen sturztrunken im Kanal, Leute finden ihr Auto auf dem Parkplatz nicht, der total überschaubar ist. Die sollten besser eh nicht mehr fahren dann, ne? Nee, genau. Also der war auch in, ich glaube, der wollte auch nur noch schlafen. Dann hier diese ganz bizarren Persönlichkeiten, dieser total fette Typ mit dem Stringtanga, der hier rumlief. Ja, das sind halt so die bizarren Randerscheinungen, die du natürlich auf jedem Festival hast.
immer wird auch dieses Jahr das ganze Konzert, das ganze Festival live mitgeschnitten und kommt hinterher auf die Live-CD, die einem Heft beiliegt. Holger Stratmann, Herausgeber und ja, Tonmeister, betreut das Ganze hier. Erzähl doch bitte mal kurz, Holger, wie das Ganze hier gemacht wird. Ja, hier seht ihr den eigentlichen Techniker vom Rockhard, der Hannes Jeckel. Ich bin ja eigentlich nur der wie soll man sagen, ausführende Produzent, der sich mit den Bands austauscht und bestimmt, welcher Song draufkommt und die Songs aussucht und dann anschließend den Sound noch ein bisschen macht. Also ihr schneidet aber alles mit und guckt dann hinterher, was war die beste Performance und das wird dann genommen. Genau, ich höre mir dann alle 22 Konzerte an. Also ich habe immer im Sommer was im Auto. Offensichtlich, ja. Vom Ablauf hier, das ist also hier das Monitormischpult. Da wird dann der Sound für die Bands auf der Bühne produziert und das geht hier nochmal rein, führt sich mit dem Außenmikrofon und das ist dann der Sound, der auf der CD zu hören ist, richtig? Ja, mehr oder weniger. Ich meine, wir mischen das natürlich noch und da sind diverse Schwierigkeiten zu überwinden. Gerade beim Gitarrensound ist das ein unheimlicher Krach auf der Bühne, den müssen wir so ein bisschen filtern, weil man sich das sonst gar nicht anhören könnte. Also es ist schon ziemlich viel Arbeit, aber wir sind als Team so über die Jahre, wir machen das jetzt zum vierten Mal, ganz gut eingespielt und wir entdecken immer noch einen neuen Kniff, den wir da reinbringen können. Es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut und hier steht das edelste Equipment dafür zum Mitschneiden. Was ist denn das genau, Holger? Gut, ich denke, die meisten Leser werden sich nicht für Technik interessieren, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar. Also wir haben diesmal den Kniff, dass wir die Signale direkt von der Bühne abgreifen. Es gibt kein Mischpult mehr, gar nichts mehr dazwischen, sondern es geht hier direkt hier in die Octamix von RME. Und ich glaube, besser können wir es gar nicht machen. Und ich glaube, das wird man dieses Jahr auch hören, dass das ein ganz neuer Sound wird. Sind wir mal gespannt, wie es klingt. Einige von euch haben es auf der Rockhard-Homepage mitgekriegt. Letztes Jahr hatten wir hier diesen Airstrike-Contest. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, die Band Rocken, die in der Matrix regelmäßig ganz geile Karaoke-Partys feiert, hier hinzuholen. Und es gibt Leute, Rockhard-Leser und Leserinnen, die haben sich über die Homepage angemeldet. Es gab 16 Songs zur Auswahl. Zwischen Paradise Lost und Iced Earth wird es ja die All-Star-Jam geben auf der Hauptbühne, auch mit Rocken. Ihr seid dann auch dabei. Aber auch viele Stargäste sind dabei, viele Bands, die hier gespielt haben und so weiter. Und eben auch der Gewinner. Und es wäre ja geil, wenn einer von euch hier alles in Grund und Boden singt und zum Beispiel besser abschneidet als Jorn Morgan oder als Matt Barlow oder wie auch immer. Thank you.
Beim ersten Mal habe ich nicht gezeltet. Ich habe ab dem dritten Mal gezeltet, aber seitdem gibt es nichts Geileres. Großer Spaß hier auf dem Zeltplatz, ja? Voll, hier ist super. Ja. Ich meine, hier triffst du Leute, ihn kenne ich seit dem letzten Jahr. Und seitdem sind wir die besten Kollegen. Wir fahren seit 2 Jahren 500 Kilometer bis hierher. Ja. Aus Nürnberg. Ja. Zweitligastadt. Ja. Nein, wir steigen nicht ab. Ich freue mich heute so auf Exodus. Heute Abend Exodus. Ja. Yes. Moonzorro. Exodus ist absolut. Moonzorro. Death Angel letztes Jahr war der Hammer. War der absolute Hammer hier. Das war der absolute Hammer. Das war super geil. Das war bis jetzt das Highlight in 5 Jahren. Eben der Mars war danach auch noch geil, aber Death Angel letztes Jahr war der absolute Hammer. Ruth! Wir retten den Regenwald, mein Freund. Wir retten den Regenwald. Wo kommt ihr her? Österreich. Extra wegen Rockhardfest den weiten Weg angetreten. Da 14 Stunden Zugfahrt. Seid ihr die Freundin von The Sorrow oder warum? Nee, wegen Immortals sind wir eigentlich da. Einfach rein zur Gaude, fahren wir mal nach Norddeutschland. Ins Beefgeland, das muss einmal sein. Westdeutschland. Ins Beefgeland halt einfach. Die Nacht fordert ihren Tribut, wie wir alle sehen. Da wird mal schön mittags der Rausch ausgeschlafen. Guten Morgen. Wie viele Rockhardfestel ist denn das für dich? Ach du Scheiße. Das dritte. Und wie fandst du die Bands gestern? Ich habe keine Bands mehr angeguckt. Wann bist du denn hier eingeschlafen? Wann ich hier jetzt eingeschlafen bin? 10 Minuten oder so, oder? Ja. Und gestern hast du keine Bands gesehen? Nee, ich habe gestern keine Bands gesehen. Und heute, wirst du heute welche sehen? Ich würde heute gerne welche sehen, wenn du mir einen Schluck Wasser gibst oder so. Das Festival ist cool und hier gibt's Bier und geile Bands. Rock'n'Roll. Hast du Spaß also? Ja klar, und der Olli hat auch Spaß. Yeah. Rock'n'Roll. Wie viele Mal bist du jetzt hier? Zum ersten Mal. Und ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Also eine sehr coole Atmosphäre. Super geiles Gelände. Nicht zu viele Leute. Ja, es gab offensichtlich logistische Probleme beim Aufbau. Worin lagen die? Also woran lag das nicht unbedingt? Wir sind halt schon um 10 Uhr morgens gekommen, haben für alle die Zelte aufgebaut. Die anderen stehen ja auch alle. Bloß hatten wir halt keinen Bock mehr für die noch bis zum Ende aufzubauen, haben dann die Außenhülle aufgebaut. Und auch schon mal alles reingeräumt, die ganzen Kisten, das Bier hergeschleppt und sie mussten halt nur noch das Innenzelt aufhängen. Und das haben wir natürlich bis auf 4 Uhr morgens verschoben. Da kam, hört man es irgendwann an, so, oh scheiße, hab keinen Bock mehr. Ich krieg das nicht hin. Und dann lagen sie halt nachts noch im Zelt. Oh, scheiße, ist das kalt. Dann haben wir letztendlich dann einfach nur auf der unaufgepumpten Luftmatratze geschlafen. Und das Zelt war so, wie es jetzt ist. Da hat das schon noch gestanden. Kurzzeitig war es auch so, wie es jetzt ist. Sie hätten einfach nur noch vorne noch einen Hering befestigen müssen, damit es mal so gespannt ist. Man sagt hinten, aber das haben sie natürlich auch nicht gebacken bekommen. Also. Aber es geht auch so, wie man sieht. So zeltet man in Norddeutschland. Wie ihr seht, es wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Ein großer Duschtruck. Er hat noch nicht geduscht. Aber du, wie waren die Duschen denn? Die Duschen waren wunderbar, war in Ordnung, kann ich nicht klagen. Ich sag mal, das Beste ist erstmal schon mal, das ist für Lau. Das ist schon mal eine einmalige Leistung. Wo kriegst du das sonst auf dem Festival? Sind die Klos hier? Also jetzt gehen sie. Gestern die Spülung hat dann noch nicht so ganz funktioniert. Da haben die Leute hier reihenweise geschrien, weil sie es einfach eklig fanden. Aber jetzt mittlerweile läuft alles ganz gut. Und ich meine, ich habe eh schon, das war eigentlich immer das, was ich in den letzten Jahren so gehört habe. Die Leute haben mir immer vorgeschwärmt vom Rockhard-Festival. Der eine meinte immer, tolles Amphitheater, super Atmosphäre. Und mein anderer Kumpel meinte immer, und die Klos. Die Klos sind ganz super. Das war echt dem sein Argument, mich zu überzeugen, mal mit hierher zu kommen, weil die Klos so toll sein sollen. Keine Dixies eben, ne? Mit Wasserspülung alle. Exciter-Fans, Flash, Speed, Burn. Burn! Das Bier ist ja teurer geworden. 2,50 mittlerweile. Dafür ist die Bedienung hübscher. Wie läuft's denn hier so? Viel los? Ja, auf jeden Fall. Läuft super. Die ganze Zeit rum die Ohr. Kam immer jemand da. Bier geht weg wie heiße Semmeln. Die Leute sind nett? Ja, auf jeden Fall. Super Atmosphäre, die Leute sind toll. Hier läuft ein extremer Black Metal gerade. Ist das von euch selber aufgelegt? Ja, hier kommen ab und zu mal ein paar Rocker vorbei und bringen uns die CDs und dann legen wir die auch mal rein. Also spielt ihr alles, was so abgegeben wird? Ja, machen wir schon. Ja, volle Beschallung hier am Bierstand am Campingplatz. Gourmet-Check Rockhard-Festival, der Döner, Teil 1. Wie schmeckt er denn? Der ist okay. Vor allen Dingen esse ich ihn, um nicht zu sterben. Deswegen, der kann was. Guck doch selber. Ja, schön Soße drauf auch, ne? Teil 2, die Pizza. Taugt die Pizza hier was? Ja, es geht. Ja. Bisschen fett, aber kommt gut. Und Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja, ein bisschen teuer. Heiß und fettig, wie es sein muss, ne? Fettig, wie es sein muss, ne?
Genau so. Und nicht anders. Und die Mayo ist auch nicht von du darfst, oder? Glaube ich nicht. Das ist so eine richtig fettige Mayo. Hier sind wir am Fischstand. Backfisch, heiß und fettig und leckere Fischbrötchen. Wie schmeckt das? Richtig geil. Hast du auch schon alles gegessen hier? Ja, alles eigentlich. Sehr lecker. Aber man kann sich nicht beklagen hier. Schön frisch alles. Also wenn Fischbrötchen ist, auch kalt, dann ist angenehm. Preis-Leistungs-Verhältnis? Finde ich in Ordnung. Also wie bei jedem Festival. Ist immer ein bisschen dürr, aber damit musst du leben. Was ist dein Favorit hier? Backfisch oder Fischbrötchen? Immer. Ja, die Mortelbrötchen, ja, ist die beste Antwort. Dann noch guten Appetit. Gibt auch für die süßen Schleckermäulchen hier Krebs. Was ist das für einer? Banane Schoko. Und taugt der was? Ist lecker, ja. Hier sind wir jetzt am Burger- und Frittenstand. Wie ist das Essen hier? Ja, die Pommes sind Hammer, aber diese Burger, ne? Hab ich ja so abgekotzt von. Also geschmacklich gar nicht gut. Aber die Pommes sind echt astrein. Also Pommes kaufen. Und der mit dem Burger lag irgendwie nur am Burger, nicht vielleicht am Bier oder so. Nee, Bier ist ja mal gut. Also, dann war der Burger. Kennt seine Bilder. Hierzu aus Gesicht Axel Jussheit, Hausenhof-Fotograf vom Rockhard. Moin. Wir sind auf so einem Festival hier, Axel. Fotografierst du jede Band, jede zweite, jede dritte? Gibt es da irgendwie Pläne? Wie stimmt man sich da vorher ab? Ja, wir sind mit drei Fotografen vom Rockhard hier, der Friso Gensch, der Stefan Malzkorn und ich. Und wir haben die Bands aufgeteilt und man guckt natürlich, dass man von den anderen auch noch was mitbekommt, aber jeder ein Drittel sozusagen. Auch nach persönlichem Geschmack oder ist es egal? Schon nach Absprache und persönlichen Vorzügen, aber ja, manche Bands will jeder haben und manche nicht unbedingt zwingend jeder, vor allem die ersten am Morgen des dritten Tages. Aber das versteht sich, glaube ich, von selbst. Ja. Die üblichen Irren, aber die posen nur wie blöde rum. Und ja, hat schon einer seine Eier rausgeholt, damit ein anderer sie leckt. Was man so braucht, nicht wahr? Das Übliche, also keine besonderen Vorkommnisse, wie immer. Den kennt er wahrscheinlich schon von der Bühne. Der macht nämlich die Ansagen, unser Bruder Klee. Wie ist das? Überlegst du da vorher groß aus oder machst du das spontan aus dem Bauch raus? Also meistens habe ich schon ein Konzept. Und heute bei Hellstar war es halt so, als ich James Rivera gestern schon getroffen hatte, und er mich gefragt hat, ob die Leute wohl seinen Namen rufen werden, ne, wenn er spielt. Da habe ich gesagt, kann ich probieren. Das Publikum ist geil genug. Und die waren geil genug. Letztes Jahr war er im Teletubby-Kostüm hier. Heute ganz zivil. Wo ist das Teletubby-Kostüm? Wo ist die Mönchskutte? So kennen wir dich ja gar nicht. Naja, heute ist es einfach für alles hier zu heiß. Außerdem möchte ich nicht immer so Kostüme wiederholen. Und ich hatte auch einen guten Plan für heuer, aber das hat sich leider nicht realisieren lassen. Wenn jemand ein gutes SpongeBob-Kostüm hat, ja, bitte bei mir melden. Wir sitzen hier mit Rob Duke und Lee Altus von Exodus und sind schon gestern angereist. You arrived yesterday at the festival, so how was that? Well, it was cool, I mean a little jet lag, but we survived. You know, beer helped, a lot of alcohol, you know. Fight fire with fire? Exactly. Didn't see one tit though, except man tit. I don't want to see man tit, but a festival I assumed had like, I would see like at least 16 or set at least 17 tits, and I didn't see any. So how do you get 17? Because, you know, I was being funny. And how do you like the festival so far? I mean, it's quite different than the other ones, isn't it? Yeah, I mean, it's great. I mean, it kind of has that, and it reminds me of that Dynamo vibe in the beginning when the Dynamo started. It was a really cool thing, you know, before it got out of hand, you know, so it's like too big for its own good, you know. So this is kind of cool. I mean, I hope it's, you know, it'll keep going the same way. I mean, you know, the Dynamo is dead and gone now, I guess, you know, so it's cool to have a festival like that. Mm-hmm. It's the German Dynamo. And how did you get to this festival? Did you just get a booking agent or did Götz call you up? Was it like a personal relation thing? Götz just had to call and beg, no. Beg for mercy. Actually, we called him and begged him. We're all excited about that, you know, because it's also like, you know, all you guys are friends and everything. It's kind of like a family. It's a cool deal. They're not my friends until they put me on the cover of Rock Hard magazine. Until that happens, they're not friends. They're just people I know. You know? No tits, no cover. It's a mess, isn't it? No tits, no cover. Fuck you. You'll be my we'll be friends after all that shit happens. So. I'll just step aside, I'm gonna step aside. It looks good that the wind is open-handed. And maybe
Hier ist ein Autogrammzelt, wie jedes Jahr. Hinter uns sind gerade Hellstar, schreiben fleißig Autogramme. Ist denn viel Andrang hier? Ja, auf jeden Fall. Ist wie jedes Jahr immer super viel los. Die Leute sind cool drauf, alles läuft. Also alles friedlich mit dem Anstehen und sowas klappt? Auf jeden Fall, ja. Wir haben auch super Team hier, unsere Security ist richtig geil. Wie jedes Jahr, alles friedlich, sehr schön. Bei welcher Band war bisher am meisten los? Testament. Testament und die Reiter. Auf jeden, also da war viel los, aber alle haben noch ein Autogramm gekriegt und ja, so wie es sein soll. Haben die alle eigene Autogrammkarten dabei? Meistens. Also die meisten haben eigene Sachen mit dabei. Wenn keine Autogrammkarten da sind, geben wir die Programmhefte raus und dann läuft das. Wie ist das so mit den Bands? Sind die alle nett oder fiel da jemand schon mal aus der Rolle? Die meisten sind nett, aber dieses Jahr sind alle super. Ja, dieses Jahr sind alle richtig toll. Also keine vollbetrunkenen Rockstars? Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Zwar schon betrunken, aber immer noch super süß. Ja, diese beiden Bleichgesichter muss eigentlich keinem Rockhard-Leser ernsthaft noch vorstellen, glaube ich. Paradise Lost kennt eigentlich fast jeder. Guys, we've come a long way, you know? You guys played one of the first Rockhard festivals in, I don't know, early 90s. What differs the band from the past to now? Nothing really. We just got kids now. There's no difference really apart from that. We're still the same people. We've still got the same music taste. I don't know. We're not that much different really. You know, we haven't changed that much really. Does it make you play different when you have kids? It makes you more desperate. Are you afraid you probably get a tan or something? I'm very scared because I'm sat right in the sun now, so yeah. I'm going to get in straight after this interview and I don't want to get tanned. Got to be careful. Hier sind wir quasi in heiligen Hallen, das Produktionsbüro. Vor der Bühne merkt man gar nicht, was so hinter der Bühne alles gemacht werden muss. Nämlich, Gerald, was machst du hier alles so? Also wir bearbeiten von hier aus die Shuttle-Situation. Wir holen die Bands von den Hotels, Flughäfen ab, bringen die hier hin. Wir arbeiten von hier für die Bühne. Neben mir sitzt auch der FD, der macht den Produktionsleiter. Hallo. Ja, von hier wird organisiert, dass die Bands Towels bekommen, dass sie ihre Handtücher bekommen. Bier vor allen Dingen? Bier unter anderem, ist nicht unwichtig. Dave Manichetti, Phil Kennemore von Y&T. Guys, in your 34 career running, you experienced many festivals. How was that one? This was a good festival. We had a good time. It was a beautiful setting here, you know, with the water behind us and everything. It was very cool. I liked it. And the billing is pretty heavy, so I was wondering if you make it, but you definitely made it. So were you sure about that as well? Yeah, no, we were unsure about the billing. You know what I mean? I tell you the truth, I didn't know half the bands. I thought we were going to hear the whole night. So, nevertheless, we fit in, and it was a beautiful thing, yeah. When I was showing all the bands that we were playing with, a couple of weeks ago to my nephew, who's like into all these kind of bands, right? He's like, what are you doing playing with those guys? And I'm like, I don't know, but we're gonna do it. And it turned out great. Yeah, it was good. And did you meet some dirty girls? Not yet, but as soon as you're done, you know where I'm headed. Good luck.